Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Magische Dreieck. Wir waren jetzt im Friedhof angelangt oder in dem Gewölbe unter dem Friedhof und hier offen wir uns Hinweise auf ja, die anderen Splitter. Okay, da oben ist gleich mal eine Truhe. Die knacken wir. Ein Schlüssel. Was soll es auch sonst anders sein? Okay. Kämpfe sind natürlich auch nichts Neues mehr. Ich finde es aber sehr sympathisch, dass wir mittlerweile durch die neue Ausrüstung so stark geworden sind, dass wir die alle so mit einem Streich weghauen. Ich entschuldige mich dafür, wenn die Musik etwas leise ist, aber ja, dafür ist die Kampfmusik umso lauter. Jetzt habe ich mich doch nicht ganz ausmanövriert. Ich dachte jetzt, ein Kampf wäre unausweichlich gewesen. So. Ehret den Schürfer. Hier sollten wir mal buddeln. Hast du eine Schaufel dabei? Nein, leider nicht. Dann musst du aber mit deinen Händen buddeln. Ja. Wow. Das müsste ein Stück des Schlüssels sein, der die Temp der die den Tempel öffnet. Aha, alles voller Rechtschreibfehler. Wir sollten nun nach Adri gehen und dort am Friedhof das Gegenstück dazu suchen. Okay. Gut, dass du mir gesagt hast, wo es hingeht, sonst hätte ich jetzt wieder stundenlang suchen müssen nach dem Friedhof. Also gehen wir erstmal nach Adriel. Stimmt, ich habe das ganz falsch in Erinnerung gehabt. Wir suchen nicht nach Hinweisen, wir suchen nach Schlüssel für die Tempel, wo die Splitter drin sind. Wir sehen uns dann gleich in Adriel. Okay, hiermit wären wir in Adriel. Ja, das hier ist offensichtlich nicht der Friedhof, sondern nur irgend so ein Grabstein. Was machst du da? Sieht man das nicht? Ich bete. Vor vielen Monaten ist mein Dings in die Wälder gezogen und kam nie wieder zurück. Ach, das habe ich ja schon. Ich weiß nicht, offline oder online. Schon mal vorgelesen, auf jeden Fall. Gut. Also, der Friedhof sollte dann ja wohl hier irgendwo in der Nähe sein. Müsste er auf jeden Fall. Alles andere wäre unlogisch. Ist das hier oben nochmal? Ich glaube. Ja, genau, die andere Stadt. Also hier sind wir auf dem Holzweg. Ja. Jetzt kriegt ihr auch mal was davon mit, wie ich hier mal suchen muss und suchen muss und suchen muss. Es ist furchtbar. Uncool. Ich habe von. Wartet mal, ha. Wow, Scheiße! Kacke, Mann, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe auf F12 gedrückt, aber ich wollte nicht das Spiel beenden. Oh, sag bloß, ich muss das alles nochmal machen. Ach, natürlich, was sonst? Ach, warum kommt denn keine Warnmeldung, ob sie das Spiel jetzt beenden möchten oder nicht? Oh. Ja, das Ding ist, die Framezahl nervt mich einmal, aber ich habe. Während meiner Let's Plays zu GeForce Sachen Arena jetzt mir wieder in Erinnerung gerufen, dass ich ja, wenn ich auf F12 drücke, mich ausloggen möchte, zur Charakterauswahl geben möchte, dass ich dann ja damit gleichzeitig auch die Framezahlen in die andere Ecke verschieben kann. Und ich habe die jetzt oben rechts und ich glaube, da ist jetzt viel besser aufgehoben, aber dafür habe ich mich jetzt leider ungesichert aus dem Spiel ausgeloggt. Also, wir sehen uns gleich wieder. Also, wir sind zurück. Ja, ein Vorspul-Button wäre relativ hilfreich, finde ich. Okay, ich wurde von so einem komischen Kauz beauftragt, hier auf jemanden zu warten. Du musst diese Person sein. Auf dich passt die Beschreibung des Mannes. Er gab mir diesen Zettel, den soll ich dir geben. Vielen Dank. Da steht Tama, ich war hier. Ja. Gut, das sagt viel aus, aber ich weiß, wer diese Person war.
Heißt das jetzt, dass... Wie heißt es, der... dieser vermummte Kauz, heißt das jetzt, dass der jetzt schon da das Ding rausgeholt hat? Fragezeichen. Also langsam wird die Umherrennerei echt ätzend. Okay, ich find's mal kurz heraus. Gut, so. Da sind wir. Oh Mann, das werden richtig viele Videos, die ich zusammenpflücken muss dann. Ja, finde die Schlüsselteile in den Friedhöfen in Adril und im... Ich habe hier einen Teil des Schlüssels, das ist gut. Ja, ich habe auch noch mal über deine Worte nachgedacht und während du im Wald warst, habe ich in Adril das zweite Schlüsselteil gesucht und gefunden. Ja, du musst es nur noch zusammensetzen lassen. Suche dafür... Was? So, suche einen Schmied, ach so, der den Schlüssel zusammensetzen. Ah, ja, gut, dann suche ich jetzt nach dem Schmied. Wie schwer kann das schon sein? Ich glaube, in Bruma gab es doch einen Schmied, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf! Geschwind! Eilen wir nach Bruma mit dem Schnellreisesystem. Gut. Schmiedemeister Jochen. Kann ich hier was kaufen? Ne, immer nur noch mehr Scheißgegenstände, die kein Schwein braucht. Dann, hier unten war die Schmiede, ne? Genau, wo ist Jochen denn? Hallo, was kann ich für dich tun? Kannst du mir diese beiden Teile zu einem Schlüssel schmieden? Naja, die beiden Teile sind wirklich schon sehr alt, aber ich denke, da lässt sich was machen. Gib die beiden Teile mal her. Hier ist dein Schlüssel. Tempelschlüssel erhalten. Danke, das hilft uns sehr. In der Tat. Okay, ja. Jetzt haben wir den Tempelschlüssel, aber ich weiß nicht, wo der nächste Tempel ist. Das heißt, ich muss nochmal zum Kauz zurück. Halleluja! So, wo darf ich als nächstes hinrennen? Ich habe den Schlüssel erhalten. Ja, das ist sehr gut. Das hilft uns weiter, ja. Lass mich mal ihn mal sehen. Lass mich ihn mal ansehen, heißt das. Ja, da steht etwas geschrieben auf dem Schlüssel. Auf dem Schlüssel? Lies mal vor. Ja, so wie ich das verstehe, befindet sich der zweite Tempel hier auf der Ebene von Citil irgendwo. Ja. Mehr Infos bitte? Ja, viel mehr kann ich da nicht lesen. Der Schlüssel ist schon ziemlich alt, aber ich lese mal, was da steht. Verborgen unter grünen Wiesen und einem blauen See, tief unter der Erdoberfläche von Citil, da liegt einer der Splitter. Nur dieser Schlüssel lässt den Träger rein. Ja, die Schrift ist klein. Aber mehr kann ich da auch nicht mehr erkennen. Finde den zweiten Tempel und den darin befindlichen Splitter und bringe diesen mir. Ja. Idee, wo ich suchen soll? Auf dem Schlüssel stand etwas von einem blauen See. Begib dich auf die Suche nach einem solchen See. Ja, viel Glück dabei. Das mache ich doch natürlich gerne. Äußerst gerne. Was sagt die Karte? Bersumpur ist ein großes Seegebiet. Oder das Ding nördlich von Triet. Ich versuch's erstmal nördlich von Triet. Oh, Schleim. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ist eigentlich eine Zeitverschwendung, dagegen zu kämpfen. Und René ist so schlecht. Oh, er ist geflohen. Ha. Ansonsten gucken wir mal, was es noch so für Seen sein könnten. Im Westen von der Kaserne war ja auch einer. Die Musik ist sehr leise.
Ja, also ist dir wahrscheinlich selbst schon aufgefallen, Dark Power, dass du nicht alle Musiken irgendwie gleich laut bekommen hast. Okay, hier wäre jetzt dieser komische See. Ich speichere mal kurz ab, vielleicht passierte ja wirklich was. Hier sollte was passieren, ansonsten muss ich wieder richtig viel rumsuchen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Puh. Oder ist ja doch irgendwo ein Eingang oder sowas? Nee, warte noch ein bisschen. Ich muss das hier erst noch ein bisschen erkunden. Vielleicht ist hier nämlich doch was. Nur der Bauernhof. Ach Spiel, du lässt mich schon wieder im Stich. Das kann doch nicht sein. Hier ist tatsächlich nichts. Ach Mann, versuchen wir es mal irgendwie in Sumpur. Ich dachte, das wären dann ja die Ebenen von Citil, oder nicht? Naja. Oh, nach Norden muss ich. Oh, hier ist auch ein See. Aber der sagt nichts, oder? Ne, der sagt nichts. Ich glaube, der ist ein bisschen zu klein. Das ist, glaube ich, nicht der, der gemeint ist. Die Ebene von Citil ist westlich. Also gehen wir dahin. Vergesst Sumpur. Ich will erst zur Ebene von Citil und gucken, ob da irgendwo so ein komischer Dings liegt. See. Meine ich. Sind wir jetzt auf der Ebene von Citil? Ich weiß es wirklich nicht. Und die Karte ist auch keine große Hilfe, muss man mal einfach mal sagen. Gibt zwar halbwegs einen Überblick, aber es wäre cool, wenn man da irgendwie so reinzoomen könnte oder so. Oh. Okay. Ich glaube, das waren nämlich Orks. Ich speichere zur Sicherheit nämlich nochmal vorher kurz ab. Können ganz schön nämlich gefährlich werden, die Dinger. Speichern. Jupp, drei fiese Orks. Und wie man sieht, macht das Beben scheiße viel Schaden. Und alle sind gelähmt, geil. Kann man nicht irgendwie Widerstände gegen sowas entwickeln? Gegen Lähmung, Schock, Dummheit und sowas? Hey Leute, jetzt kommt mal wieder zu euch. Kann auch nicht ewig da rumstehen und gelähmt sein. Wow. Das hat ja auch lange genug gedauert. So wie es aussieht, macht jeder von denen sein Beben und danach kloppen die nur noch normal drauf und machen dabei kaum Schaden.
Okay, die machen doch etwas mehr Schaden. Aber vielleicht nur beim Musterbier, weil er keine Rüstung hat. Und Level 8 erreicht. Das ist Belohnung, haha. Oh, Leute. Das war jetzt unnötig. So, hätten wir die auch aus dem Weg geräumt. Und, Kumpel. Die Orks aus der Höhle werden niemand mehr überfallen. Ist das wahr? Ich werde Hilfe holen, halte durch. Hört ich das? Ich glaube nicht. Was ist das denn hier? Ja, ich will neue Fertigkeiten erlernen. Na, aber die habe ich alle schon erlernt. René, ach, hat immer noch nicht Level 7 erreicht, leider. Okay, das könnte es hier vielleicht sein. Jetzt ist wieder Markt, dort gibt es viele tolle Sachen zu kaufen. Ach so. Nein, ich dachte eigentlich hier an diesen See hier. Och Mann. Tja, ich melde mich, wenn ich es gefunden habe. Okay, auf meiner Suche bin ich auf das hier gestoßen. Sieht gefährlich aus. Ich glaube, hier haben wir so eine Art Vampir oder so. Ne, es ist nur ein Monstrum. Aber was heißt nur? Machen wir mal Verteidigung runter. Mal sehen, ob das bringt. Und René macht. Wo sind deine Fertigkeiten? Ach ne, das ist ein Muster wie. Okay, greif an. René macht jetzt mal Blitz. Wow, cool. Ja, ich habe ihm neue Fertigkeiten beigebracht. Er hat mittlerweile Level 7 erreicht. Und sonst ist er nix. Und ich bin übrigens auch mal auf den Trichter gekommen, diese Smaragde, Juwelen, Topasse und sowas einzusetzen. Die steigern die Statuswerte permanent, glaube ich. Also das ist dann doch sehr nett. Ich habe leider vergessen, wo es sie zu kaufen gibt, aber ja. Auf jeden Fall weiß ich dann jetzt Bescheid. Okay, suchen wir mal einfach weiter. So, ich bin gerade für eine Nebenquest in Nadrir. Ich habe so eine Elfe gefunden, Sarah, die steht südlich von Sumpur. Und die wollte sich mir anschließen, wenn ich einen Gärtner für sie finde, der ihre Arbeit fortsetzt. Den habe ich dann in Triert gefunden und jetzt ist sie nicht mehr da, sondern irgend so ein komischer Gangster und eine Leiche. Und der hat gesagt, ich finde meine Antworten hier im Keller vom Pub hier, glaube ich. Also hier runter. Hoffe ich. Ah, du kommst genau richtig. Wir haben bereits auf dich gewartet. Folge mir. Im großen Haus wirst du uns finden. Was? Zum Teufel ist das denn jetzt? Er hat sich auf jeden Fall, der kleine Junge hat sich auf jeden Fall in eine Figur von Link to the Past verwandelt. Ach du Scheiße. Okay, wo ist jetzt dieses große Haus? Das hier? Oder was? Jo. Da. Geh da runter. Da findest du die Antwort auf deine Frage. Was willst du hier wahrscheinlich? Und wer hat dir den Eingang geöffnet? Ein neuer Kumpan. Gregor, oder? Hat mir gesagt, ich sollte mich hier melden. Wenn das so ist, rede mit Jens. Und Gregor ist neben Jens unser Boss. Wenn du Fragen hast, wende dich an ihn. Willst du hier durch? Ja. Das mach schon. Was willst du hier? Du bist keiner von uns. Seid ihr eine Diebesguild oder was? Verschwinde hier, du hast dich der falschen Seite angeschlossen. Unhöflich. Du bist mir also doch gefolgt. Was blieb mir denn anderes übrig? Sie kann mir schließlich bei meiner Mission helfen. Das glaube ich kaum. Sie ist unten, weil sie zu viel weiß und der Bruderschaft mit diesem Wissen schaden kann.
Was ist deine Aufgabe hier? Was meine Aufgabe ist? Nun, ich kümmere mich darum, dass alle, die zu viel wissen, bei uns landen. Außerdem beantworte ich die Fragen der Neuen. Du entführst Menschen, weil sie etwas wissen? Weil sie zu viel wissen. Du bist noch nicht lange genug dabei, um darüber etwas zu wissen. Ich beantworte dir gerne jede Frage, wenn du dich uns angeschlossen hast. Was willst du hier? Moment. Okay, sorry, ich wurde gerade zum Essen gerufen und ja, jetzt bin ich pappelsatt. Was willst du hier? Der Elfen steht unter besonderer Aufsicht. Lass sie frei. Niemals. Sie schadet der Bruderschaft. Toll. Also wir können offensichtlich noch ein bisschen was machen. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock mehr und deswegen verschieben wir das einfach aufs nächste Video. Also, bis dann.